Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast bei Audiospuren. Wir sind Tracy und Pero. Welches Thema haben wir denn heute, Tracy? Wir haben heute das Thema Harry Potter. Yay! Ja, das hat einen guten Grund. Wir beide mögen Harry Potter und ich glaube, Tracy, bei dir ist die Leidenschaft sogar noch viel größer als bei mir. Ja, ich würde gerade sagen, ich mag Harry Potter nicht. Du liebst Harry Potter. Genau. Vergötterst Harry Potter. Ne, vergöttern jetzt auch nicht. Du wolltest nicht übertreiben. Ja. Aber ich bin schon ein ziemlicher Potterhead. Potterhead? Was ist ein Potterhead? Ein Potterhead ist ein Harry Potter-Fan, der sich damit auskennt und auch gerne in der Harry Potter-Welt leben würde. Und auch gerne über Harry Potter diskutiert. Okay. Und bist du da auch so in so Gruppen drin? Auf Facebook so ein bisschen, aber ich diskutiere da eigentlich nicht wirklich mit, weil das meistens irgendwie doofe Fragen sind, die da kommen. Aber es ist manchmal ganz witzig, da so zuzuhören, was die anderen so besprechen wollen. Okay, weil wir beide waren ja 2017 bei der Buchmesse in Frankfurt. Und dort gab es ja dieses Potterhead Treffen, da habe ich dich ja hinbegleitet. Genau, das war von der Mona Felicis, die nennt sich so auf YouTube, die hat da das Potterhead-Treffen organisiert und da waren wir auch alle schön in unseren Kostümen? Nein. Ach so, sorry, in euren Uniformen? Nee, wie nennt man das? In unseren Schuluniformen. Und in Zivil, sage ich mal. Also nicht wie jetzt als Muggel verkleidet, sondern Zivil waren wir dann als da. Richtige Hexe warst du da unterwegs. Genau. Okay. Ja, heute möchten wir ein bisschen über Harry Potter sprechen, über die Bücher in erster Linie, aber natürlich auch über die Filme. Und deswegen ist dieser Podcast hier nur für Leute geeignet, die sich so ein bisschen mit Harry Potter auskennen, beziehungsweise diejenigen, die das alles schon gesehen oder geschaut haben. Wer das nachholen möchte, sollte sich den Podcast vielleicht nicht anhören, oder? Ja, es könnte ein bisschen gespoilert werden. Also es gibt schon ein paar Sachen, die dann vorweggenommen werden könnten. Genau, ja. Gut, vielleicht fangen wir mit der Frage an, wie wir überhaupt zu Harry Potter kamen. Wie wurdest du Potterhead? Vielleicht fängst du an. Bei mir war das ganz witzig. Ich habe mit dem zweiten Buch angefangen. Mir wurde damals das zweite Buch geschenkt. Da wusste ich nicht, dass es eine Reihe ist, aber ich fand es schon ziemlich gut und habe mich nur zwischendurch mal gefragt, warum das und das so ist und nicht anders. Und weil irgendwie ja die Einführung so ein bisschen gefehlt hat. Aber ich fand es trotzdem schon gut. Und als ich dann erfahren habe, dass es einen ersten Band gibt, habe ich dann natürlich auch den ersten Band gelesen und dann den zweiten nochmal. Und ich habe dann auch gehofft, dass irgendwann so ein Brief kommt, aber es kam leider keiner bis jetzt. Oh. Ja. Da gibt es ja dieses Bild, das geht gerade, glaube ich, auf Facebook rum. Oben ist ein Kind, 11 Jahre alt. Ja, waiting for the letter of Hogwarts. Genau, oder und dann unten drunter 25. Mit so einem gepackten Koffer. Oder? Genau, 25. Plus still waiting for Harry Potter oder ja, sowas. Ja, das ist immer noch so. Oh. Das bin ich. Aber das Bild ist auch schon uralt. Also. Okay, ja, ich habe es gerade erst auf Facebook gesehen. Bei mir war, ich weiß gar nicht, wie es bei mir war. Ich habe als Kind gerne gelesen oder als Jugendlicher, meistens eher Comics, aber hin und wieder auch ein Buch. Und ich war, ich glaube, regelmäßig bei uns in der Stadtbücherei und habe mir dort Bücher ausgeliehen. Aber ich weiß gar nicht mehr, warum ich zu Harry Potter gegriffen habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es kann auch sein, dass mir das jemand empfohlen hat, aber ich weiß es nicht. Und ich habe mir den ersten Band ausgeliehen und habe den innerhalb eines Tages, ich habe ihn durchgesuchtet, sofort. Und dann habe ich mir den, ich weiß auch, dass es da schon mehrere Bände gab, also ich war nicht von Anfang an dabei. Und dann habe ich mir den zweiten ausgeliehen und innerhalb eines, ich konnte nicht ins Bett, bevor ich es ausgelesen hatte. Ich habe es in einem Rutsch komplett durchgelesen. Mhm. Und so war das dann bis Band 6 sogar. Ich weiß nicht, wie viele Bände es da schon gab, als ich angefangen habe zu lesen. Es gab aber auf jeden Fall mehr als 2. Vielleicht gab es 4 oder 5. Und dann musste ich aber warten, bis der 6. Band erschienen ist.
Dann habe ich den aber auch in einer Nacht oder in einem Tag durchgesuchtet. Und dann kam irgendwann der siebte und da konnte ich schon nicht mehr auf die deutsche Ausgabe warten und habe mir die auf Englisch gekauft, aber allerdings die dann nicht mehr in einer Nacht durchgesuchtet. Da habe ich mir irgendwie mehr Zeit gelassen. Ich glaube, ich habe eine Woche gebraucht, bis ich den durch hatte. Genau. Ich habe die auch teilweise sogar nachts aus den Buchhandlungen abgeholt. Krass. So, also da gab es dann so Harry Potter Partys. Okay. Und teilweise in Deutschland, teilweise in England auch, also wo dann die englische Ausgabe erschienen ist. Ich glaube, den... Da warst du auch dabei. Den fünften habe ich mir in Oxford gekauft. Krass, cool. Und ja, die in Deutschland halt ein paar von diesen Harry Potter Partys habe ich auch mitgemacht und dann habe ich die eigentlich auch relativ schnell durchgesuchtet, bis auf den sechsten, weil da hatte ich irgendwie... Der kam raus, da hatte ich Klausurphase. Es war voll schlimm und ich konnte halt nicht die ganze Zeit lesen. Und meine Freundin halt, die konnten schon die ganze Zeit lesen. Und dann habe ich mich irgendwie so 3 Tage, nachdem der rausgekommen war, mit denen getroffen. Und dann auch halt so erzählt, ja, ich habe mir den da nachts gekauft, das war ganz lustig und sowas. Ja, und dann meinte die eine... Und ich war halt wirklich noch nicht so weit. Ich hatte gerade mal die ersten 100 Seiten oder so gelesen. Und dann meinte die eine, ja, ich finde das voll scheiße, dass Dumbledore stirbt. Und ich war so, nein! Oh mein Gott! Und dann hatte ich so keinen Bock mehr zu lesen. Und dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, das Buch bestimmt 2 Monate in die Ecke gepfeffert und dann nicht mehr weitergelesen. Und irgendwann habe ich mich dann doch wieder dran gesetzt. Das ist ja echt gemein. Nee, die hat halt gedacht, ich hätte es schon gelesen. Das war etwas doof. Und da war ich echt traurig, dass das... so vorweggenommen wurde, ja, aber... das kann ich mir vorstellen. Ich hasse es, gespoilert zu werden. Gut, dass wir das hier nun nebenbei machen. Nein. bei mir war es tatsächlich beim siebten Band so. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich dafür auch so ungefähr eine Woche gebraucht habe und ich dann ein Stück durchgelesen habe. Und es lag nicht an der englischen Sprache, weil das konnte man sehr gut lesen. Es lag daran, dass der siebte Band nicht in Hogwarts spielt. Also die anderen... in den anderen Bänden ist es ja so, dass man ein Jahr in Hogwarts, sie gehen zur Schule, sie nehmen am Unterricht teil und müssen halt nebenbei noch alles irgendwie hinkriegen. Und beim siebten Teil, da sind sie ja gar nicht mehr in der Schule. Und wir kriegen auch gar nicht so richtig mit, wie sie einen Abschluss machen oder sowas. Und das hat mich so gestört, dass ich das dann halt nicht so durchlesen konnte. Ja, es ist halt, klar, die sind so an sich nicht mehr in der Schule, aber die kommen ja zur Schule zurück. Auch nicht genau. Als Schüler, aber... Es ist an sich, wenn man sich das überlegt, von der Story her logisch, dass das so ist. Also es wäre unlogisch zu sagen, die machen jetzt erst das siebte Schuljahr und nebenbei herrscht sozusagen Krieg und die machen einfach weiter ihr Schulleben. Also gerade Harry, der das würde nicht funktionieren. Das ist vom Storytelling würde das nicht funktionieren. Das stimmt. Also es musste so sein. Es musste auch so sein, dass das Hedwig Harry verlässt. Das musste so sein. Und das ist an sich super gut ausgearbeitet, aber ich kann das verstehen. Ich finde auch die Jahre in Hogwarts total toll und ich wäre ja auch am liebsten nach Hogwarts gegangen. Aber ich muss einfach auch sagen, der siebte Band, der ist also als Buch so perfekt ausgearbeitet. Der ist so gut von dem Storytelling, von den Ideen, von der Zusammensetzung, wie da Sachen aufkommen, die im ersten oder zweiten Band mal relevant waren, wo man sich wirklich dann hinterher denkt, okay, diese Reihe ist durchdacht. Das ist nicht einfach, ich schreibe ein Buch nach dem anderen, sondern die gehören wirklich zusammen. Und das ist wirklich richtig gründlich durchdacht, wo keiner mit gerechnet hat. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wobei bei mir das so war, dass ich auch gerne auf dieser Schule gewesen wäre. Und ich habe diese Unterrichtsfächer geliebt. Ich habe den Unterricht geliebt. Ich habe diese Punkteverteilung da geliebt. Also die Lehrer haben ja immer so Punkte verteilt. Und wenn du was Böses gemacht hast, haben die wieder Punkte abgezogen und ich habe da immer richtig mitgefiebert. Und das gibt es im siebten Band nicht. Und ich habe auch immer gedacht, ich lese die Bände und verfolge sie bis zum Abschluss. Und im siebten Band hat das sehr gefehlt. Die haben, glaube ich, trotzdem den Abschluss bekommen, wegen ihren Heldentaten. Kann das sein? Nee, das wird in den Büchern gar nicht erwähnt. Ah, okay. Und das kann und auch sein, also dass das nicht mochte. Das ist halt das große Ende, sag ich mal, also das Ende an sich ist ja diese große Schlacht um Hogwarts mit, du weißt schon wem, und Harry. Und was die übrigens im Film total verkackt haben.
Aber das haben sie im Buch, ist das wirklich episch. Und es ist wirklich ein mega gutes Ende. Und dann kommt dieses 19 Jahre später. Mhm. Und damit haben sie es, hat J.K. Rowling es zerstört für mich. Also es war so, ich habe die Bücher oft gelesen und ich habe oft dieses letzte Kapitel einfach ausgelassen, weil ich das nicht lesen wollte. Ja. Weil man in diesem Kapitel nichts erfährt, außer dass Harry und Ginny immer noch zusammen sind, dass Ron und Hermine immer noch zusammen sind, dass, und die, dass Kinder die Kinder haben. Und dass Neville in Hogwarts arbeitet. Mehr erfährt man in diesem Kapitel nicht. Und das hat mich immer mega gestört. Also wo ich halt gesagt habe, hier dieses, dass die, ob die jetzt einen Schulabschluss gemacht haben oder was die beruflich machen, das hätte mich auch mega interessiert. Ja. Und J.K. Rowling hat auf der Pottermore-Seite auch immer mal wieder so durchblitzen lassen, so Hintergrundstories, ne? Und das ist auch eigentlich ganz interessant, aber ich finde halt, das hätte, wenn dann schon so ein Sprung drin ist, hätte das noch mit reingemusst. Ja. So, und das hat sie halt nicht gemacht. Und deswegen endet für mich dieses Buch mit der Schlacht um Hogwarts. Und dann ist es auch egal für mich, ob es jetzt weitergeht, mit, also ob die jetzt einen Schulabschluss haben oder nicht. Klar wäre es schön gewesen, dann zu sehen, okay, die haben jetzt dadurch, was weiß ich, einen Schulabschluss, aber das Wichtigste ist ja einfach, dass die Welt gerettet ist. Ja, das wobei ist, halt diese Hogwarts spielt in allen Bänden so eine große Rolle. Und es wird ja, glaube ich, auch schon im ersten Band gesagt, dass man 7 Jahre irgendwie da in dieser Schule sein muss, um den Abschluss zu bekommen. Und es geht ja auch trotzdem irgendwie immer um Noten, ob sie es schaffen, welche Punkte sie am Ende bekommen. Es geht auch um die Berufswahl. Genau, also, und sowas. Aber dann wird es am Ende irgendwie vernachlässigt. Das fand ich sehr schade. Also ja, deswegen hat mir der 7. Band nicht so gut gefallen wie die anderen Bände. Das ist halt das, wo ich gesagt habe für mich, da haben sie, hat sie beim 7. Band, klar, die Bücher sind lang, muss man einfach sagen, aber da haben sie beim 7. Band einfach an der falschen Stelle gespart. Also da haben sie gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie noch schnell ein Ende hinten dran klatschen, also 19 Jahre später. Ja. So, wenn sie dann wenigstens in den 19 Jahren später erklärt hätten, warum das genau so ist, dann genau, wäre es was anderes gewesen. Aber mir gefällt dieses komplette Kapitel am Schluss nicht. Ja. Und ich finde es auch dieses, klar, dass die in der Schule mit Ginny und Harry und Hermine und Ron und so, okay, aber dieses, ja, natürlich heiraten die und natürlich kriegen die Kinder, das ist so Klischee. Ja, also, ja. Und sind, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir hat das so, das für mich war es dann so endgültig. Ich glaube, jeder Harry Potter-Fan hat gedacht, vielleicht schreibt J.K. Rowling vielleicht doch nochmal irgendwie ein Band. Und dieses 19 Jahre später hat, glaube ich, alle Herzen gebrochen, weil es dann hieß, okay, da wird wahrscheinlich nichts mehr kommen. Aber wir wissen jetzt, was. Ja, wir wissen ja jetzt, dass was kam, aber das ist wieder ein anderes. Nein. Es kam was, ja, dieses Theaterstück. Ja. Aber es kommt ein, ach, der Harry Potter im nächsten Jahr. Ach komm, das wusste ich gar nicht. Also es ist noch nicht raus, ob der nächstes Jahr oder übernächstes Jahr rauskommt, aber es kommt ein achter Harry Potter. Der dazwischen spielt, oder wie? Der soll vor dem ersten spielen. Ah, oh, okay. Also eigentlich ein Harry Potter 0. Okay, dann ist das ein Prequel? Ja, keine Ahnung. Aber geht es nicht um Harry, oder? Das weiß ich nicht. Die versuchen jetzt da irgendwie sowas wie bei Star Wars, dass die dann immer so... Okay, ich denke, dann wird es wahrscheinlich zwischen Voldemort und Harrys Eltern vielleicht irgendwie sowas. Das kann sein. Das finde ich aber auch blöd. Das haben sie aber noch nicht veröffentlicht. Ja. Aber das steht fest, kommt ein Harry Potter Go. Ein was? Harry Potter Go. Das Spiel, ja. Nicht Pokémon Go, sondern Harry Potter Go. Und ich habe schon damals, als Pokémon Go rauskam, habe ich schon gesagt, wenn Harry Potter Go kommt, dann bin ich in Hogwarts. Dann bin ich weg, dann sieht man mich nicht mehr. Da bin ich ja mal gespannt. Aber wir sprechen später ja nochmal über das Thema Merchandise. Das gehört doch irgendwie dazu. Mich würde jetzt interessieren, wie du zu den Filmen stehst. Wir haben jetzt viel über die Bücher diskutiert. Hast du die Filme gesehen? Wann hast du sie gesehen? Wie stehst du zu den Filmen? Natürlich habe ich die Filme gesehen. Was für eine Frage. Aber ich. Und als hätte ich das nicht gewusst. Ja, ich stelle das echt? Ja auch so, als hätte ich das nicht gewusst. Also natürlich habe ich die gesehen und ich habe die bei mehreren Premieren gesehen. Okay, das war bei mir ganz anders, aber dazu komme ich gleich. Kinopremieren, jetzt nicht große Premieren, wo halt wirklich die Stars da waren, sondern einfach im Kino. Das erste Mal, dass die da gezeigt wurden in Deutschland oder auch in England. Und ich habe die mehrfach gesehen, auf Deutsch, auf Englisch.
Ich habe den sogar einmal auf Niederländisch gesehen. Sehr lustig. die Filme sind anders als meine Vorstellung. Ich glaube, das ist aber immer so bei Filmen. Und ich mag die Filme an sich, aber ich finde die Bücher bei weitem besser. Okay, bei mir ist es auch so, dass ich die Bücher viel, viel besser finde. Aber bei mir war das so damals, ich habe den ersten Harry Potter Film geguckt. Ich glaube, da kam er raus. Dann habe ich den irgendwann geguckt. Ich weiß nicht, wann der rauskam. Weißt du das ungefähr? 2001, glaube ich. Okay, da war ich ungefähr 16. Dann habe ich ihn aber erst, also ich habe ihn dann nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn dann irgendwann im Fernsehen oder auf DVD gesehen. Und das war aber noch in der Zeit, als ich die Bücher noch nicht alle gelesen hatte, glaube ich. Ist es möglich? Ich weiß es nicht. Und dann habe ich mir den ersten Film angeguckt und meine Illusionen, die ich in meinem Kopf hatte, meine Vorstellungen wurden zerstört. Und ich habe gesagt, was ein Dreck, und habe mir nie wieder diese Filme antun wollen. Habe dann nie wieder einen Harry Potter Film angeguckt, bis der siebte Film, also Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1, in die Kinos kam. Weil mich Freunde dahin mitschleppen wollten, habe ich gesagt, gut, dann gehe ich da mal mit. Aber damit ich halt wieder auf dem Stand bin von der Geschichte her, weil die Bücher ich ja auch Jahre vorher gelesen hatte, habe ich mir alle Filme dann doch nochmal reingezogen. Und das war ein Abstand zu den Büchern. Ich hatte dann einen richtigen Abstand zu den Büchern und konnte dann auch Buch und Film unterscheiden. Und dann war es auch nicht mehr so schlimm für mich. Und dann als Film genommen fand ich sie dann doch ganz gut. Ja, als Film finde ich, also als Film so finde ich sie auch gut. Ja. Nur wenn man halt die Bücher kennt und so in der Geschichte drin ist. Also ich bin halt ziemlich in der Geschichte, weil ich halt die Bücher tausendfach gelesen habe, das Hörbuch tausendfach gehört habe. Und deswegen sage ich auch einfach, okay, ich habe so meine Vorstellungen für mich. Ja. Und die gehen auch nicht durch die Filme kaputt. Also ich stelle mir das trotzdem, auch wenn ich wieder das Hörbuch höre, so vor, wie ich mir das damals vorgestellt habe. Und aber ich finde halt, wenn man halt so weiß, was alles da drumherum noch passiert, was einfach rausgelassen wurde beim Film, dann im Vergleich ist es halt schon richtig schlecht. Aber ich hatte dann einen gewissen Abstand und konnte das dann so ein bisschen vernachlässigen, und es war dann für mich nicht mehr so schlimm. Und dann habe ich nochmal alle Filme geguckt bis zu dem siebten Teil. Dann waren wir im Kino. Den siebten Teil fand ich dann wieder sehr, sehr langweilig, weil da irgendwie nichts passiert. Und fand dann aber den achten Film richtig gut. Du hast ja gerade gesagt, die Schlacht hat dir nicht so gut gefallen. Also da den siebten Band, das war ja Jahre zuvor, als ich den siebten Band gelesen hatte, der war einfach nicht mehr präsent in meinem Kopf. Und als Film, so fand ich dann den Film richtig gut. Die haben halt beim siebten Film, also beim siebten Band, den sie ja in zwei Filme aufgesplittet haben, haben sie versucht, relativ viel von dem ganzen Buch damit reinzupacken. Und das Problem ist einfach, dass das Buch sehr, sehr viel hergibt. Also der siebte Band, der ist wirklich voll von Aktion. Und das haben sie aber nicht so gut umgesetzt. Richtig, die haben alles in den zweiten Film irgendwie reingepackt, genau, statt haben, in den ersten Teil. Der erste Teil, der eigentlich von der Story auch sehr interessant aufgebaut ist. Und also die haben ja diesen Cut auch komisch gesetzt. Also ja. Ich fand, das war sowieso an einer komischen Stelle. Aber die haben auch diesen Aufbau der Geschichte, der natürlich sein muss, damit der zweite Teil von dem Buch funktioniert, haben die so komisch dargestellt, dass der schon recht langweilig wirken kann. Ja. Und dann ist einfach dieses Finale, wo der Harry eigentlich mit dem Expelliarmus den Voldemort besiegt, das haben sie komplett umgearbeitet zu einem Finale, was einfach nur auf Bewegung und wir müssen zerstören aus ist. Mhm. Und das gefällt mir halt nicht, weil... Okay, so präsent hatte ich das nicht mehr. Also ich wusste gar nicht mehr, wie das genau in dem Buch war. Dass das und Finale so, an sich ist durch die... also von der Geschichte vom Buch her so, dass die miteinander reden, dass Voldemort seinen Fehler erkennt, dass Harry den großen Fehler, den er gemacht hat, auch aufklärt, warum Harry nicht gestorben ist, als er versucht hat, ihn erneut zu töten, als Harry sich hat
umbringen lassen, als er da in den Wald gegangen ist. Warum das passiert ist, das wird im Film gar nicht deutlich. Mhm. So. Also klar, er lebt dann wieder und die Schlacht geht halt weiter und dann stehen die sich gegenüber und einmal kurz mit dem Zauberstab gewedelt und Voldemort kippt um. So. Mhm. Und dann zerbröselt er, was sowieso total komisch ist. Warum zerbröselt er? Also, das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass er zerbröselt. Ach so, im Buch zerbröselt er? Nein, im Buch fällt er einfach um, weil er ist ja ein Mensch. Mhm. So, und er fällt um und ist tot. Ja. Und dann packen die Leiche irgendwo hin. Okay. Und feiern. Siehst du, das wusste ich alles nicht so, mehr. Und das ist halt dieser Quatsch, den die da in dem Film gemacht haben, der mich jedes Mal wieder aufregt. Deswegen habe ich den 7. Film auch relativ selten gesehen im Vergleich zum 1. Ja. Und weil ich das Buch einfach, gerade den 7. Band, also ich finde die ganze Reihe toll, der 6. zieht sich so ein bisschen, das ist, also gerade der 6. Film auch, das ist so ein Vorgeplänkel vor dem großen Finale, aber gerade der 7., der ist so episch, dieser Fall von Voldemort, der ist so episch dargestellt, so episch beschrieben einfach, ne? Ich krieg jetzt wieder Lust, Bücher zu lesen. Dann haben sie da sowas draus gemacht, das fand ich voll furchtbar, wo ich da im Kino saß, wusste ich nicht, ob ich lachen oder heulen sollte, weil es einfach okay. Nur, ist, also das ging ja, gar nicht. Ja, ja. Und deswegen, also, ich mag es einfach so nicht, wie die das da umgesetzt haben, obwohl es so eine gute Geschichte ist. Hast du eigentlich noch die ersten Ausgaben, die du damals gelesen hast, oder hast du die nochmal neu gekauft? Nein, ich habe die ersten. Okay, weil ich habe mir jetzt erst die Bücher nochmal gebraucht nachgekauft, weil ich die als Kind mir nur ausgeliehen habe, oder als Jugendlicher oder wie als junger Erwachsener mir die nur ausgeliehen hatte. Deswegen habe ich sie mir jetzt nachgekauft, vielleicht lese ich sie ja nochmal. Ansonsten habe ich noch... Die ersten, vor allem sind die jetzt erstmal voll angegilbt, ne? Die stehen seit, was weiß ich, wie viele Jahren in meinem Schrank. Und zweitens sind die, ist das Lustige, da ist ein, gerade im ersten Buch, ne, ist ein Fehler drin. Aha. Da sagt die eine Frau irgendwo, 17 Sickel die Unze. Okay. Aber 17 Sickel ist eine Gallione. Okay. Sagt man doch eine Gallione und nicht 17 Sickel. Okay, okay. So, das ist ja wie wenn man sagt 100 Cent. Ja. So. Okay. Und das ist so lustig, weil ich habe das letztens erst erfahren und dann habe ich einfach mal geguckt, wie es bei mir drin steht. Ich so, ja, genau. Okay, das muss ich auch gleich mal nachgucken. Ich habe noch diese anderen Bände, also Quidditch im... Wandel der Zeiten. Heißt das Quidditch im Wandel der Zeiten? Dann noch die magischen Tierwesen und wo sie zu finden sind und die... Die fantastischen Tierwesen, genau. Und am liebsten mag ich ja die Märchen des Beedle, den Barden. Mhm. Barden. Genau, die habe ich auch. Ich habe dann noch so Harry Potter Aufklappbücher, so Bilderbücher, Pop-Up-Bücher. Die habe ich leider nicht. Ja, und die habe ich bei Teddy für einen Euro oder so geschossen. Und mir hast du die nicht mitgebracht. Ja, das ist schon Ewigkeiten her. Da kannte ich dich noch gar nicht, als ich die gekauft habe. Und dann habe ich aber eigentlich nur so eine Kette oder zwei Kette, eine Taschenuhr und eine normale Kette mit so einem Schnatz und Hermines Zauberstab. Hast du irgendwelche Harry Potter Merchandise-Sachen? So ein bisschen. Was hast du denn? Ich habe einen Umhang. Den habe ich gesehen, der ist Schal, richtig schön. Ja. Eine Krawatte, zwei Zauberstäbe. Von? Von, also einmal den Elderstab von Voldemort. Mhm. Oder von Dumbledore. Und dann einen individuellen, den es in Los Angeles gab. Und cool. Also deinen eigenen. Ja, quasi. Es gab halt so eine. Es gibt halt in Los Angeles, in den Universal Studios, so eine Kollektion, mit welchen die halt nicht in Filmen vorkamen. Mhm. Und das waren irgendwie 8 Stück oder so und einer davon. Den habe ich mir halt ausgeholt. Also ich bin nicht die einzige Person auf der Welt, die diesen hat, aber halt individueller als die anderen so. Dann habe ich einen Zeitumkehrer. Ach stimmt, den habe ich auch. Ja, dann habe ich... Ich habe auch einen Zeitumkehrer, ja. So Lesezeichen, so Metalllesezeichen, dann nochmal normale Lesezeichen. Ich habe 2 Stifte, habe ich gerade vergessen. Einen Kugelschreiber von Gryffindor, habe ich in London gekauft, beim Gleis 9¾ in dem Shop. Und bei der Harry Potter Ausstellung in Utrecht habe ich einen anderen Kugelschreiber, Gryffindor Kugelschreiber, mit so einem Löwen obendrauf, an der Spitze. Der hat 28 Euro gekostet. Der Pero spinnt manchmal. Genau, aber dieser Gryffindor Kugelschreiber aus England, der hat nur 5
$5, $6 gekostet und der schreibt viel besser und ich finde ihn irgendwie viel edler. Den habe ich auch gerade in der Hand. Finde ich schöner. Ja. Und was habe ich noch? Ich habe noch so ein Kartenfach, wo das Hogwarts-Logo drauf ist, das Hogwarts-Wappen. Dann habe ich noch was denn noch? Noch so ein Anhänger und Schlüsselbund und ach, keine Ahnung. Armbänder. Ich habe also fast alles, was es so gibt. Ich hätte gerne noch die Funko-Figuren. Ich sammle ja Funko-Pops und da habe ich noch keine einzige, aber die kaufe ich mir auf jeden Fall. Ich habe auch keine Funko-Pops. Das ist halt, aber ich sammle die auch nicht wirklich. Aber ich habe vom Piero zwei Figuren gekriegt. Keine Funko-Pops, aber Figuren vom Hobbit. Genau. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, ob ich jetzt mit Funko Pops anfangen soll oder nicht. Ja, ich bin da ein bisschen. Aber die will ich auf jeden Fall haben. Aber ich will auf jeden Fall Harry, Hermine und Ron in der Schuluniform und dem Umhang und nicht irgendwie andere. Ich hatte auch ja überlegt, Funkos zu kaufen. Ich stand auch schon oft im Laden davor. Aber wenn ich Funkos kaufe, dann muss die erste Funko, die ich kaufe, Harry sein. Und ich habe noch keinen schönen Harry gefunden. Ja, wir wollten eigentlich noch über den Hype sprechen und über Lieblingsfiguren, aber ich glaube, die Zeit wird langsam knapp. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Vielleicht können wir trotzdem ganz, ganz kurz über das verlorene Kind sprechen, das Theaterstück. Du hast es ja nicht gelesen, ja? Nee, ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe es schon gelesen. Das ist ja quasi der mehr oder minder achte Band, der irgendwie viele Jahre später spielt. Nein. Ja, bitte? Nach 19 Jahre später. Genau, nach 19 Jahren später. Und da geht es halt auch um Harrys Kinder und Rons Kinder. Und irgendwie Harry Potter spielt aber auch eine Rolle. Fand ich ganz nett, aber es ist nicht zu vergleichen mit der eigentlichen Reihe, finde ich. Also aber ich würde das Theaterstück doch gerne sehen. Trotzdem. Ich habe es angefangen zu lesen und mich hat halt dieses... Das ist ja geschrieben wie so ein Theaterstück. Genau. Und das hat mich ja ziemlich genervt. So. Ja. Also okay, ich habe es auch auf Englisch angefangen. Vielleicht muss ich auf Deutsch mal lesen. Ja. Aber es hat mich halt im Englischen total genervt. Und deswegen habe ich es halt nicht weitergelesen. Man stellt sich halt auch immer eine Bühne vor. Das war bei mir auch so. Ich habe mir immer eine Bühne vorgestellt und überlegt, wie die diese Effekte umsetzen. Ja, weiß auch nicht, und warum. Ich mag halt dieses, also generell ja schon dieses 19 Jahre später nicht, ja. Weil ich einfach... Ich finde das furchtbar in Geschichten, wenn die Hauptfiguren ersetzt werden. Ja. Ich mag das überhaupt nicht. Ich würde dich gerne spoilern, aber das mache ich nicht. Nee, mach das nicht, weil ich will dir auf jeden Fall das Theaterstück in London noch angucken. Weil da hat mich auch eine Sache gestört. Nach Deutschland, ne? Ah, ja, ehrlich, da müssen wir hin. Irgendwann nach Deutschland. Vielleicht können wir zusammen hin. Ja, können wir mal gucken. Cool. Ich glaube in Berlin. Ich liebe Berlin. Ich auch. Aber London liebe ich mehr. Ja, ich war, als ich in London war, hätte eine Karte über 200 Pfund gekostet. Da wollte ich dann nicht rein, weil also so viel Geld für Und vor allem sind es zwei Vorstellungen. Du musst ja ein paar... Für beide schon. Ah, okay, genau. Aber trotzdem, das war mir einfach für einen Abend 200 Pfund. Ja, das sind, ich hätte auch gerne beide gesehen. 250 Euro, das war mir dann... Nee. Das ist schon heftig. London ist auch so schon teuer genug. Richtig, richtig. Dann... Hätten wir das Thema Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, diesen Film, hätte ich gerne auch noch angesprochen. Aber ich würde sagen, darüber machen wir einen eigenen Podcast. Ja, würde ich auch sagen, weil da können wir viel drüber reden. Ja. Und was wir ja auch noch machen wollten, war den Film nochmal angucken. Richtig. Weil das ist jetzt schon bei mir ein bisschen länger her. Ja. Ich habe den zuletzt gesehen, also im Kino, als er wirklich angelaufen ist. Ja, ich auch, und, genau. Und auch bei der Premiere. Mhm. Und ja, also... Wir schauen den zusammen nochmal und dann können wir ausführlich über den Film nochmal in einem extra Podcast sprechen. Ist doch eine gute Idee. Können wir machen. Ja. Gut. Aber du hast gar nicht verraten. Nee, was denn? Welches Haus du bist. Ach so, ich bin definitiv Gryffindor. Ich bin Löwe. Ich bin sowieso Löwe und Löwe Gryffindor. Obwohl meine Lieblingsfarbe gelb ist, aber egal. In dem Fall gewinnt der Löwe. Und du? Auch Gryffindor. Wir sind beide Gryffindor, ja. Ja. Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Nee, aber es passt auch charakterlich, finde ich. Also, bei mir auch, definitiv. Es gibt auch Leute, die denken, ich könnte zu Ravenclaw passen, weil sie denken, ich bin schlau und deswegen müsste ich zu Ravenclaw gehören. Aber ich finde, ich bin Gryffindor. Ja, ich auch. Also ich bin auf jeden Fall Gryffindor,
Aber ich finde Sizzling halt auch schon cool. Es hat irgendwie was. Aber das ist halt so ein bisschen Bad Boy und ja. So. Also dieses Bad Image, das ja. Ist schon... Ja, hat schon irgendwie was. Und Malfoy fand ich halt immer cool. Also Malfoy... Aussprache. Malfoy fand ich nicht cool. Ich mag eher die verrückten Charaktere wie Luna Lovegood. Oder diese Lehrerin Trelawney. Das sind genauso meine Charaktere. Aber gut, wir haben leider keine Zeit mehr. Ja, wir können auch das nächste Mal einfach nochmal über Figuren quatschen. Könnte man auch machen, ja. Und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Bye, bye.